Der EU-Gipfel in Brüssel, er hat uns eine Antwort beschert. Wir haben erste Erkenntnisse über Personalaufbau der neuen Kommission und über den politischen Fahrplan bis 2029. Wir können uns anschnallen, es wird ruckelig und wir haben in Zukunft ein Spitzentrio, kein Trio Infernale, sondern ein Trio Korruption, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht um Antonio Costas, es geht um Katja Kallas und es geht um Ursula von der Leyen. Fangen wir doch mal an bei Frau Kallas. Sie soll die hohe Vertreterin der Europäischen Union werden. Die Aufgabe der hohen Vertreterin der Europäischen Union ist quasi wie eine Außenministerin der Europäischen Union zu sehen. Und hier haben wir schon das erste Problem. Frau Katja Kallas ist geborene Anti-Russin, wenn ihr so wollt. Sie hat den Russenhass in ihr Blut aufgesogen und sie verabscheut diese Menschen. Jetzt muss sie allerdings als hohe Vertreterin der Europäischen Union einen diplomatischen Mittelweg finden. Aber das ist gar nicht der Knackpunkt bei Frau Kallas. Es geht hier eher darum, um die Firma ihres Mannes. Ja, ganz richtig. Ihr Mann hat nämlich eine Firma laufen, die macht Geschäfte mit Russland oder hat sie zunächst gemacht. Es geht hier um Arvo Hallig. Das ist der Ehemann von Kaja Kallas, die aktuell noch Regierungschefin von Estland ist. Was für mich die nächste Frage aufwirft. Kann man denn Regierungschef sein und gleichzeitig hohe Vertreterin der Europäischen Union? In meinen Augen ein ganz klarer Interessenkonflikt. Ich muss mich entscheiden, auf welcher Hochzeit ich tanzen möchte. Jetzt geht es hier allerdings darum, dass Hallig, also der Ehemann von Frau Kallas, der Besitzer der Firma Novaria Consulting ist. Über die hält er einen 25-prozentigen Anteil an Star Logistics. Und Star Logistics transportiert eben für Russland russische Güter. Hier heißt es, seit dem Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine sind bis zum vergangenen November 17 Millionen Euro Umsatz dadurch entstanden. Als das Ganze bekannt wurde, hat Frau Kallas einfach so reagiert und gesagt, ich kenne nicht alle Geschäfte meines Mannes. Als dann aber herausgekommen ist, dass Frau Kallas ihrem Ehemann für diese Russland-Geschäfte 350.000 Euro Darlehen gegeben hat, da wurde es dann interessant. Allerdings war das angeblich für andere Geschäfte der Firma, nicht für Russland-Geschäfte. Der fade Beigeschmack, der bleibt allerdings. Der bleibt wahrlich. Jetzt gibt es hier Antonio Costas. Habt ihr noch nie gehört? Antonio Costas war mal Premierminister von Portugal, bis er zurückgetreten ist, freiwillig, weil die Staatsanwaltschaft sein Anwesen durchsucht hatte wegen Korruptionsverdacht. Der Korruptionsverdacht, haben sie danach gesagt, ist aufgrund einer Namensverwechslung entstanden. Aber ich erzähle euch das der Reihe nach. Es ist wirklich phänomenal. Es gab eine Durchsuchung in einem Amtssitz von dem Premierminister von Portugal wegen Korruption und Bestechung bei der Vergabe von Wasserstoffprojekten und Lithiumförderlizenzen. Eine Woche danach hat dann die Staatsanwaltschaft allerdings zurückgerudert und gesagt, wir haben uns verwechselt im Namen. Es ist nicht Antonio Costas, sondern Antonio Costas Silva, der Wirtschaftsminister dieser Regierung. Zu diesem Zeitpunkt war der Premierminister allerdings schon freiwillig zurückgetreten. Er ist einen Tag nach den Durchsuchungsmaßnahmen zurückgetreten. Warum, hat er uns bis heute nicht gesagt. Vielleicht liegt es an den 78.500 Euro, die man in der Schreibtischschublade seines Stabschefs gefunden hat. Kein Spaß, Leute, ich mache hier keine Witze, habe ich nicht nötig, das Leben ist schlimm genug. Allerdings gibt es über die Regierung Costa noch viel mehr zu berichten. Sie sind im Jahr 2022 erst gewählt worden und mussten in 16 Monaten 13 Rücktritte von Ministern hinnehmen. Es gab Skandale um diese Lizenzen, es gab Skandale um die Fluggesellschaft TAP. Da gab es ein Vorstandsmitglied, was bei TAP 500.000 Euro Abfindung bekommen hat, um dann einen Tag später in der Regierung einen Job anzufangen. Ihr müsst wissen, die TAP untersteht dem Minister für Infrastruktur und Wohnungsbau in Portugal. Also, wir sehen, die Korruptionsleute, sie kennen sich aus. Und Antonio Costa wollte eigentlich
nicht mehr weitermachen. Er hatte auch Family Gate am Bein. Inzwischen ist es so, sie haben bei ihm durchsucht wegen Korruptionsverdacht. Eine Woche später haben sie gesagt, sie haben sich im Namen geirrt. Mag ja durchaus mal vorkommen, aber den sie beschuldigt hatten, nachdem sie gesagt haben, sie haben sich im Namen geirrt, haben sie nie festgenommen, haben sie nie durchsucht, sondern der hat noch 5 Monate geschäftsführend seinen Ministerposten behalten. Das stinkt in Portugal nach einer ganz, ganz üblen Geschichte. Man durchsucht, man findet Sachen und so weiter. Also es gab über 45 Hausdurchsuchungen und dann sollen sie sich im Nachnamen getäuscht haben. Okay, aber dann ging es nicht weiter. Ja? Also ihr seht, die Korruption in der Europäischen Union von Nord bis Süd, von West bis Ost. Und ja, auch in Deutschland, wir sind korrupt, auch wenn immer alle das leugnen und nicht wahrhaben wollen. Selbstverständlich sind wir korrupt, denn jeder Mensch ist am Ende irgendwann korrupt. Man ist sich immer erstmal selbst der Nächste und wenn Geld im Spiel ist, dann ist man sich noch näher als vorher. Ist leider kein Spaß. Und jetzt kommen wir noch zu Frau von der Leyen. Wo sollen wir da anfangen? Bei ihrer Doktorarbeit, die zu 20% gefälscht war, aber sie ihren Doktortitel behalten durfte. Impfstoffbeschaffung, Beraterverträge an ihren Sohn. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Es ist Katastrophe, aber das Trio Korruption, wie ich sie ab sofort nenne, hat jetzt 5 Jahre die Hand über die Europäische Union. Und wisst ihr, wen sie nicht gefragt haben? Giorgia Meloni. In Brüssel war das Personalgeschacher schon zu Ende und die italienische Ministerin, also Premierministerin, wurde überhaupt nicht gefragt. Es gibt weder Zustimmung noch Ablehnung. Also es ist einfach, sie sind übergangen worden. Und das wird sich bitter rächen. Italien ist immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft in dieser Europäischen Union. Noch, ja. Sie sind nicht Teil dieses Auswahlprozesses gewesen. Also haben wieder die Deutschen mit den Franzosen den Hinterzimmerdeal gemacht und sich noch ein paar Spanier, Portugiesen und so weiter ins Boot geholt und die Esten und die Litauen, damit das Ganze hier funktioniert. Ich bin gespannt. Viktor Orban kocht vor Wut. Giorgia Meloni ist wütend, aber sie kann es besser im Zaum halten. Es wird eine sehr spannende Legislatur, denn wir haben auch schon eine Ahnung, was sie denn vorhaben. Eine Ankündigung, was der Fahrplan ist, haben wir schon erhalten. Neben der Hochrüstung der Europäischen Union zu einer kriegsbereiten Verteidigungsunion, das haben sie wirklich geplant, geht es jetzt hier um Partnerschaften für Migrationsabkommen. Und da muss man mal wieder ganz groß zurückrollen, muss nochmal bei Altiero Spinelli in dem Manifest Ventotene nachschauen, was sie denn vor 100 Jahren für einen sozialistischen Plan hatten für die Europäische Union. Und siehe da, selbst der Club of Rome hat es schon gesagt, die Mittelmeerunion. Diesen Begriff solltet ihr euch gut hinter die Ohren schreiben, der wird uns noch jahrelang begleiten. Die Mittelmeerunion umfasst die Europäische Union plus die nordafrikanischen Anrainerstaaten. Die Idee ist schon so alt wie die EU. Man möchte einfach mehr Fläche, mehr Volk, mehr Einfluss, mehr Macht. Ganz einfache geopolitische Interessen. Ich vergrößere mein Gebiet und mein Volk, also habe ich, ergo, mehr Macht. Das ist der einzige Plan, der hinten dran steckt. Sie verkaufen uns das jetzt als Abkommen, um die Migrationsströme zu verringern, nicht zu beenden. Sie wollen sie nur verringern. Sie haben dafür jetzt extra schon Abkommen mit Tunesien, Mauretanien, Ägypten geschlossen und wollen quasi mit dem kompletten nordafrikanischen Teil hier in Partnerschaft gehen. Am Anfang wird man dort dann diese Asylzentren bauen, wo man dann diese Prüfung vornimmt. Und weil das am Ende dafür dann sorgen wird, dass Nordafrika überrannt wird von den ganzen Flüchtlingen, dann wird man dort noch Sicherheitsinfrastruktur dazu bauen. Dann ist man bei einer Mittelmeerunion. Das gibt dann quasi eine Europäische Union. Und dann gibt es diese Mittelmeerunion. Das ist dann kein vollwertiges Mitglied, sondern das ist eher eine angeschlossene Partnerschaft. Aber das ist der Plan, den sie hier verfolgen. Wie sie das Ganze dann spielen wollen mit der Türkei, Israel, Syrien, das sagen sie natürlich nie dazu. Sie hätten aber gerne Einfluss in Nordafrika, am liebsten hätten sie alle Länder. Und in Bezug auf die Forderungen dieser Staaten erklärte Frau von der Leyen gestern in Brüssel, die Mitgliedstaaten müssen in der Lage sein, diese Art von Aktivitäten wirksam zu bekämpfen und die Stabilität und Sicherheit unserer Union zu gewährleisten. Es geht um die Instrumentalisierung der Migration. Und sie sagt hier, wir müssen daher weiter über die Stärkung des EU-Rechtsrahmens nachdenken.
Das heißt einfach, wir ändern die Verträge der Europäischen Union, um eine angemessene Reaktion nicht nur aus Migrations-, sondern auch aus einer Sicherheitsperspektive im Einklang mit den Verträgen zu ermöglichen. Sie wollen bis 2030 die EU sowieso erweitern und Sie wissen, dass Sie mit dem aktuellen Vertragswerk da an Ihre Grenzen kommen, denn schon jetzt blockiert Orbán eine wichtige Entscheidung nach der anderen, so zumindest die Sichtweise, wenn man in Brüssel alle anruft und fragt, Sie müssen hier die europäischen Verträge ändern. Wie Sie das machen wollen, ist mir völlig schleierhaft, denn jedes Land muss zustimmen und da werden einige Länder nicht mitspielen, schon gar nicht, wenn es um die Erweiterung Richtung Süden geht und weitere Gelder, die wir umverteilen. Wir müssen nur mal überlegen, wie viele Milliarden uns ein EU-Beitritt der Ukraine kosten würde. Wir reden über hunderte Milliarden Euro. Dazu aber mal ein extra Video. Wenn dich das Video interessiert und dir dieses gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal, drück die Glocke, drück auch mal den Daumen hoch, lass einen Kommentar da und abonniere auch gleich meinen Telegram-Kanal für die unzensierten Bilder, die ich manchmal nur in Telegram dir zur Verfügung stellen kann. Ansonsten bin ich gespannt auf deine Meinung zum Trio Korruptione für die nächsten 5 Jahre. Die Zeichen, sie stehen auf Krieg, auf Ausweitung der Macht und auf angebliche Eingrenzung der irregulären Migration. Sie wollen nämlich nur reguläre draus machen. Aber die Migration als solches in dieser Hülle und Fülle wollen Sie überhaupt nicht zur Disposition stellen. Sie wollen lieber warten, bis Sie die nächsten Klatschen bei den Wahlergebnissen einfahren. Damit sage ich ciao, bis bald.